Das ist ein Film, der die Fakultät für Maschinenbau und Wirtschaftswissenschaften der Technischen Universität Graz vorstellt. Diesen Film gibt es, damit sich möglichst viele junge, aber natürlich auch jung gebliebene Menschen über uns informieren können. Das ist der Gründer der TU Graz, der Erzherzog Johann. Er war vor rund 200 Jahren total angesagt. Er bereiste zur Zeit der ersten industriellen Revolution England und hat viele neue Ideen in seine Wahlheimat mitgebracht. Und weil für ihn Forschung in der Technik so wichtig war, hat er die TU Graz gegründet. An unserer Universität wurde im Jahre 1919 die erste weibliche Studierende zugelassen, die dann sogar mit dem Doktor der Technischen Wissenschaften ihren Abschluss machte. Das erzählen wir, weil wir hier gerne etwas mehr Frauen für unsere Studien begeistern möchten. Bei uns tummeln sich jährlich rund 13.000 Studierende auf dem Campus. Und wir haben einen echt coolen Campus. Cool. Die TU Graz hat schöne alte Gebäude und auch schöne neue Gebäude. Das sieht man auch von oben. Zu uns kommen viele Studierende aus Österreich, Europa und von überall her. Ein Studium an der Fakultät Maschinenbau ist sehr zukunftsorientiert, sagt er. Und er sollte es wissen, denn er ist schließlich der Dekan der Fakultät. Genau. Unsere Studienpläne werden laufend an globale Entwicklungen angepasst, wie zum Beispiel Nachhaltigkeit und Klimaschutz, Abschätzung von Technikfolgen, Systemdenken und viel mehr, sagt er. Genau. Und er möchte auch was sagen. Und das kann man bei uns studieren. Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen, Maschinenbau als Bachelor und Master sowie Production Science and Management als englischsprachiges Masterstudium. Genau. Absolut wichtig ist ein Interesse an Technik und ein tiefes Verständnis der Grundlagen in Mathematik, Mechanik und der Materialwissenschaft, würde er auch sagen. Genau. Studierende entwickeln hier jeden Tag Außergewöhnliches und Neues, wie zum Beispiel das Racing Team, die Forscher und Forscherinnen der Fahrzeugtechnik, der Batteriesicherheit, moderner Antriebssysteme für Elektromobilität und Motoren, die sie hier nachhaltig optimieren oder schon mit Wasserstoff betreiben. In unserer Smart Factory arbeiten modernste Roboter und vernetzte Maschinen. Ultraschnell und sicher mit 5G. Genau. Und unser Schumpeter-Labor für Innovation ist weltweit einzigartig. Außerdem haben wir noch das und das auch. Das nicht. Wir haben auch ein schönes Logo und auch eine Mission als Slogan. Was war denn das Slogan? Wissen, Technik, Leidenschaft. Und das bedeutet für uns? Neue Produkte zu entwickeln, Innovationen schaffen, nachhaltige Produkte entwickeln. Klar, entwickeln, was sonst? Innovationen schaffen, die langfristig für die Gesellschaft von Vorteil sind. Das würde ich gerne machen, ja. Findest du Technik? Cool. Dann solltest du dich spätestens jetzt hier informieren. www.tugraz.at